Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenmagazins Rückspiegel. Das sind in dieser Woche unsere Themen: Einweihung der Aula in Dahn, Projekt Interact im Hugo-Ball-Gymnasium, Projekt Alle Kinder unserer Erde in der JUKOW, Kursarbeit unserer Jahrespraktikantinnen und Kubik. Das 1972 erbaute Ottfried von Weißenburg Theater in Dahn wurde auf den neuesten Stand gebracht. Das sanierungsbedürftige Gebäude war technisch und baulich nicht mehr aktuell. Im Mai vor einem Jahr fanden die Sanierungsarbeiten statt und am 15. Mai diesen Jahres fand eine kleine Einweihungsfeier statt. Da die Sanierung und Modernisierung des Ottfried von Weißenburg Theaters in Dahn weitestgehend abgeschlossen ist, wurde es am 15. Mai 2012 im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier vorgestellt. Das Gebäude stammt aus dem Jahre 1972 und war daher technisch und baulich gesehen nicht mehr auf dem neuesten Stand und musste saniert werden. Die Feier wurde von Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums musikalisch umrandet. Die Entwurfsbearbeitung begann 2010 und im Mai 2011 war Baubeginn. Zunächst mit der Dachsanierung und danach mit der Entkernung des Gebäudes im August 2011. Es wurde nicht nur das Theater mit dem Bühnenturm erneuert, sondern auch das Obergeschoss mit dem Musikzimmer und das Untergeschoss mit den Schulküchen. Nun fehlen nur noch einige Kleinigkeiten, dass die Arbeiten an der Aula ganz abgeschlossen werden können. Nachdem Landrat Hans-Jörg Dubré den symbolischen Schlüssel vom Architekten überreicht bekommen hat, übergab er ihn anschließend an die Schulleiter des OWGs, Frau Wieser und Herr Dr. Neuberger. Ist ja jetzt etliche Jahre alt, Jahrzehnte alt und war natürlich auch nicht mehr auf dem neuesten technischen Stand, was die Ausrüstung anging, was die Technik anging. Und es war auch einiges an baulichen Mängeln mittlerweile eingetreten. Und dazu ist der Brandschutz heute ein anderer, als das damals der Fall war. All das zusammen hat uns bewogen zu sagen, wir müssen eine Generalsanierung machen. Das haben wir in den letzten Jahren in Angriff genommen. Wir haben die Hallen in den Sportbereichen saniert. Wir haben das Hauptgebäude saniert. Wir haben eine neue Heizung eingerichtet mit einer ganz neuen, ökologisch ausgerichteten Heizanlage und jetzt die Aula dazu. Jetzt sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, insbesondere im Außenbereich. Und dann werden wir vielleicht wieder mal für einige Zeit die Schule in Ruhe lassen können. Am Samstag findet bereits die erste Veranstaltung auf der neuen Bühne im Rahmen der Dahner Sommerspiele statt. Das Jugendintegrationsprojekt Interact nimmt seinen Lauf. Wie Sie vor einigen Wochen bei uns schon sehen konnten, lief das Projekt im Rahmen des Bundesprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken mit dem Thema Konfliktlösung an der Matzenberg-Schule an. In dieser Woche beschäftigte sich der Projektleiter Alen Prinzer mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation im Hugo-Ball-Gymnasium. Interkulturelles Vertrauen und Zusammenhalt, das will das Projekt Interact fördern. Alen Prinzer stellt den Schülern auf dem Hugo-Ball-Gymnasium eine etwas andere Art des Lernens dar. Innerhalb 4 Tagen brachte er ihnen durch gemeinschaftsfördernde Spiele interkulturelles Lernen
Konfliktmanagement und gewaltfreie Kommunikation bei. Da hat man halt viel in der Gemeinschaft gemacht, aber mit anderen Leuten, wo man normal nicht so viel zu tun hat. Also ich finde es immer sehr interessant, man lernt viel, was man vorher nicht gewusst hat. Zum Beispiel über die gewaltfreie Kommunikation, wo man vorher halt nicht gewusst hat. Und es ist eigentlich sehr interessant. Bei dem Thema interkulturelles Lernen erfuhren die Schüler erstmal, was Kultur ist. Weiterhin sammelten sie durch Brainstorming Vorurteile und lernten, mit diesen umzugehen. Am zweiten Tag, an dem es sich um Konfliktmanagement drehte, wurde den Schülern verdeutlicht, was Konflikte sind, wie sie entstehen und welche Ursachen zugrunde liegen können. Meistens entstehen Konflikte, weil man seinem Gegenüber nicht zuhört oder seine eigene Ansicht durchbringen möchte, was auch schon ins nächste Thema greift. Bei der gewaltfreien Kommunikation kommt es erstmals darauf an, nach den Gefühlen und Bedürfnissen seines Gegenüber zu fragen. Die gewaltfreie Kommunikation oder die einfühlsame Kommunikation, die kommt ja von Marshall Rosenberg. Der hat, wie er selber sagt, letztendlich nichts erfunden, sondern er hat etwas wieder ins Leben gerufen, nämlich eine vergessene Sprache des Lebens von uns Menschen, die letztendlich sich auf zwei ganz einfache Ebenen beziehen, nämlich auf Gefühls- und Bedürfnissebene eines Menschen. Alles, was einer jemals tut, ist der Hintergrund dabei letztendlich der, das eigene Bedürfnis und das eigene Gefühl zu erreichen, zum Positiven, zum Ausdruck zu bringen. So, und wenn das nicht klappt, dann werde ich unzufrieden, enttäuscht, unglücklich. Und das zum Ausdruck, jemandem mitzuteilen, statt einem Vorwurf mitzuteilen, ich bin einfach jetzt mal traurig, ist letztendlich die Botschaft der gewaltfreien Kommunikation. Man sollte sich also in sein Gegenüber hineinversetzen können. Und auch die Schüler haben verstanden, worauf es ankommt. Ah ja, dass ich halt erstmal nicht so viel Vorurteile gegen Ausländer habe. Ja, halt nicht so viel Vorwürfe machen soll und halt keine Gewalt anwenden soll, nicht beleidigen und so halt. Erinnert man sich an die laut Marshall Rosenberg vergessene Sprache des Lebens, so bleiben einem viele Konflikte und Vorurteile erspart. Alle Kinder unserer Erde. Das ist das Motto eines Projekts im Rahmen des Bundesprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Die Kinder der Grundschule Hosterhöhe lernen, wie sie von sich Porträtzeichnungen machen können. In der JKW zeichnen wir einmal den Weg vom ersten Strich bis zum Porträt der Kinder. Bevor es ans Zeichnen ging, sollten die Kinder erst einmal spielerisch lernen, worauf es bei einem Porträt ankommt. Die JKW-Mitarbeiter müssen auch hier darauf achten, dass in verschiedenen Klassenstufen die Eigenschaften des Gesichtes klar werden. Es ist ja 1. bis 4. Klasse. Ja? Also natürlich ist das Thema Selbstporträt bei einem Erstklässler, muss man das anders angehen als bei einem Viertklässler. Ich mache in der Regel eine kleine Einführung mit Spielchen, ja? um zu verstehen, was man vom Gesicht her alles lesen kann, was ist so alles wichtig an einem Gesichtsausdruck und so weiter. Und deshalb machen wir das auf sehr spielerische Art und Weise erstmal, stellen uns im Kreis und versuchen uns in Emotionen zu versetzen und beobachten uns gegenseitig. Es fängt mit Beobachten an. Es fängt mit dem Beobachten an. Beobachten von Eigenschaften der Emotionen, wie Fröhlichkeit, Trauer, Schmerz oder Verliebtsein. Nach der spielerischen Einführung wurde den Kindern vorerst erklärt, wie man generell ein Porträt bzw. das Zeichnen eines Gesichtes angeht. Schritt für Schritt wurden den Schülern somit die Grundlagen für eine Porträtzeichnung angeeignet. Ja, also es sind mehrere Schritte, aber wir machen es sehr gemütlich und es klappt bisher sehr gut. Also sowohl bei den Erstklässlern als auch bei den Viertklässlern sind diese Schritte gut nachvollziehbar und sie sind sehr talentiert, muss ich schon sagen. Toll. Mit Talent und viel Spaß am Zeichnen setzen die Grundschüler ihre Kenntnisse erstmals mit einem Schwarz-Weiß-Porträtfoto um. Anschließend durften die Kinder endlich sich auf Papier vorzeichnen
um es dann gekonnt auf eine Leinwand zu malen. Nicht nur den Mitarbeitern der JUKOW machte es Spaß, sondern auch den Kindern, die konzentriert, aktiv und mit viel Freude mitarbeiteten. Circa 120 Selbstporträts der Huster-Höhe-Grundschulklassen entstehen so und werden anschließend in den Fluren der Schule ausgestellt. Selbst ein geübter Mediengestalter kann auch mal Fehler machen. Unsere Jahrespraktikantinnen Dana Fröhlich und Luisa Ruppert haben im nächsten Beitrag genau dieses Thema behandelt. In ihrer Kursarbeit für die Fachoberschule in Dahn geht es darum, wie man beim Filmen und Bearbeiten alles falsch machen kann, dass man diese Fehler vermeiden sollte und wie man es richtig machen kann. Zeigen wir Ihnen noch ein Beispiel, wie es aussehen kann, wenn diese Fehler vermieden wurden. Das sind Hugo und Knödel. Sie sind Igelbrüder. Und zwar ganz besondere, nämlich afrikanische Weißbauchigel. Sie sind 1,5 Jahre alt. Solche Igel findet man nicht einfach im Müll oder auf der Straße, wie es bei den deutschen Igeln meistens so ist. Man kann sie nur von Züchtern oder vereinzelt auch von Privatpersonen kaufen. Hugo und Knödel sind von einem Züchter aus Mainz. Für einen Weißbauchigel vom Züchter muss bei der Anschaffung mit Kosten von ca. 60 bis 100 Euro pro Igel gerechnet werden. Igel sind Einzelgänger. Spielen mit Artgenossen wird es im Bereich Insektenfresser nie geben. Diese Tiere verfolgen einzig und allein ihren Instinkten der Natur. Jagen, fressen, saufen und vermehren. Nicht mehr und nicht weniger.
In der Regel ist von einer Männer-WG, also einer Vergesellschaftung mehrerer Böckchen abzusehen, da sie sich nicht verstehen. Es gibt jedoch Ausnahmen. Kennen sich die Böckchen von klein auf, sind also miteinander aufgewachsen, ist es möglich, dass dieses funktioniert. Wie es auch bei Hugo und Knödel der Fall ist. Weißbauchigel werden mancherorts als Haustiere gehalten, meistens in den USA, aber mittlerweile auch schon in Europa. Sie gehören zu der Gattung der Kurzohrigel, zu der auch der Braunbrustigel gehört. Hauptsächlich unterscheiden sich die afrikanischen Igel durch die meist geringere Größe und durch die hellere Fellfärbung. Die Tiere erreichen eine Kopfrumpflänge von 17 bis 23 cm und ein Gewicht von 250 bis 700 Gramm. In ihrem natürlichen Lebensraum halten sich afrikanische Igel zum Beispiel in Buschland, Steppen und Savannen, manchmal auch in Gärten der Menschen auf. Der afrikanische Weißbauchigel ist wie jeder andere Igel dämmerungsaktiv und während des Winters halten sie Winterschlaf, allerdings kürzer als die heimischen Igel, daher auch eine sogenannte Winterruhe. Wie der europäische Igel können sie sich im Bedrohungsfall zu einer Kugel einrollen. Mit den aufgerichteten Stacheln sollen Fressfeinde abgewehrt werden. Die Weibchen können mehrmals im Jahr Nachwuchs zur Welt bringen. Durchschnittlich 4 bis 5 Jungtiere. Diese wiegen rund 10 Gramm und sind nackt und blind. Nach spätestens 6 Wochen werden die Jungtiere entwöhnt und von der Mutter verjagt. Die Lebenserwartung dieser Tiere beträgt in freier Natur rund 3 Jahre, in menschlicher Obhut bis zu 8 Jahre. Bevor man sich einen Igel als Haustier anschafft, sollte man sich mit deren Ernährung befasst haben. Denn auf Lebendfutter in Form von Insekten können sie nicht verzichten. Wenn man ein Problem mit Insekten hat, ist der Igel das falsche Haustier. Eine Möglichkeit ist, gefrostete Insekten zu verfüttern oder lebende Insekten selbst einzufrieren. Dabei reicht es auch schon, Mehlwürmer oder Ähnliches in den Kühlschrank zu stellen. Afrikanische Igel sind Allesfresser mit einer Vorliebe für Insekten wie Heuschrecken, Heimchen oder Kakerlaken. Nebenbei nehmen sie auch Schnecken, Regenwürmer, kleine Wirbeltiere, Eier, Früchte und Pilze zu sich. Nun zum Gehege. Als Gehege ist am besten ein Terrarium aus Pressspanplatten geeignet. Dieses sollte für 1 bis 2 Igel die Größe von ca. 1,5 Quadratmeter haben. Wichtig sind Versteckmöglichkeiten. Pro Igel sollte mindestens ein Unterschlupf gegeben sein. Eine Kleintiertoilette mit Chinchillasand gefüllt ist empfehlenswert, da viele Igel diese Toilette gerne annehmen, um ihr Geschäft zu verrichten. Einige nehmen darin auch gern ein Sandbad zur Stachel- und Hautpflege. Aufgrund ihrer Herkunft brauchen afrikanische Weißbauchigel viel Wärme, 20 Grad bis 25 Grad. Diese Temperatur kann man durch Keramikstrahler, Rotlichtlampen und Heizwatten erzeugen. Abschließend haben wir noch einen Beitrag unserer französischen Kollegen von TV Cristal für Sie vorbereitet. Kinder lieben Märchen und die fantastischen Zauberwelten, die darin beschrieben werden. Doch Märchen dienen nicht nur der Unterhaltung, sie beflügeln auch die Fantasie, vermitteln eine klare Wertevorstellung und bereichern den Wortschatz der Kinder. Dass das nicht nur mit der eigenen Muttersprache funktioniert, zeigt ein pädagogisches Projekt in Frankreich. Die Halle René Cassin in Bitsch verwandelte sich in eine Welt der Märchen und verzauberte so einige hundert Schüler aus dem Bitscher Land. Zur großen Freude der Kinder erweckte Puppenspieler Matthias Kuchta
das Märchen »Der Wolf und die sieben Geißlein« zum Leben. Dieses Spektakel wollte aber nicht nur unterhalten und war Teil eines pädagogischen Projektes. 2012 ist das Jubiläumsjahr der Brüder Grimm. Sie werden geehrt. Wir dachten, dass es gut wäre, wenn die Lehrer die Möglichkeit bekommen könnten, mit ihren Schülern zusammen wieder in die Welt der Märchen einzutauchen. Alle sieben? Je ne veux rien avoir à faire avec cette histoire. Je ne joue plus. Die Märchen der Brüder Grimm liebe ich sehr, denn hier ist es das kleinste Geißlein, welches alles retten kann. Der Wolf steht für die unbekannte Gefahr vor der Tür. Die anderen Geißlein folgen dem, was ihnen ihre Mutter gesagt hat. Öffnet nicht die Tür. Der Wolf hat eine graue Pfote, eine tiefe und raue Stimme. Sie folgen dem Rat ihrer Mutter, aber das hilft ihnen nicht. Bis auf das Kleinste, welches einzig allein den Mut hatte, etwas zu unternehmen. Es verhielt sich anders. Es versteckt sich in der Standuhr, wodurch es ihm gelang, den Rest der Familie zu retten. Manchmal muss man neue Ideen entwickeln, sich von den eigenen Eltern abnabeln, um mit dem Erwachsensein anzufangen. Das ist die Botschaft, die dieses Märchen hat. Der Wolf und die sieben Geißlein wird hier normalerweise in der Sprache von Goethe vorgeführt. Das ist die Pfote, das seht doch, unsere Mutter, unsere Mutter, unsere Mutter. Märchen sind eine unerschöpfliche Quelle, vor allem an kulturellem Reichtum. Denn im vorliegenden Fall wurde das Märchen wegen des kulturellen Erbes der deutschen Sprache ausgewählt. Da es von einem Muttersprachler erzählt wird, können die Kinder sich an Klang und Betonung der deutschen Sprache gewöhnen. Da drinnen? Ich komme ins Elsass und nach Lothringen und spiele für die Schulen, für die Kinder, die Deutsch lernen. Und auch umgekehrt, ich spiele in Deutschland für die Kinder, die Französisch lernen. Dann spiele ich auf Französisch. Ich versuch's. Zwischendurch benutze ich deutsche Wörter für diejenigen, die weniger verstehen können. So versuche ich den Nachbarn beiderseits der Grenzen zu helfen, die Sprache des anderen zu sprechen. Das Wasser kann ich meine Geißlein nicht einen Augenblick alleine lassen. Wo sind die Geißlein? Für dieses Spektakel wurde vor und hinter den Kulissen gearbeitet. Um dies durchzuführen, haben wir den Lehrern eine dreistündige pädagogische Anleitung vorgeschlagen, um die Schüler auf die Vorführung vorzubereiten, damit sie es verstehen und ihm von Anfang bis Ende gut folgen können und auch um ihnen Ideen zu geben, was man daraus lernen kann. Aus den Klassenzimmern drang deshalb das Märchen in verschiedenen Formen. Einzelne Teile wurden inszeniert und die Dialoge der Hauptpersonen durchgesprochen. So konnte die Sprache des Nachbarn auf spielerische Art und Weise erlernt werden. Für die Kinder jedenfalls war es sehr unterhaltsam. Sie sind aktive Zuschauer, die Matthias Kuchter auch gerne in seine Inszenierungen mit einbezieht. Das Publikum war super. Die Kinder sind auf der ganzen Welt gleich. Ihre Reaktion ist immer die gleiche, egal wo sie herkommen. Und das liebe ich sehr. Dieses Spektakel ist durch das gesamte Bitscher Land getourt. Initiiert wurde es von Nicole Bichel-Berger, Fachleiterin für moderne Sprachen für den Verwaltungsbezirk Saargemünd-Ost. Doch viele haben dazu beigetragen, dass dieses Projekt realisiert werden konnte. Liebe Zuschauer, das war unser letzter Bericht für heute. Ich wünsche Ihnen nun ein erholsames Wochenende und schöne Feiertage. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn Sie auch kommende Woche zu einer neuen Ausgabe des Rückspiegels einschalten. Tschüss! Thank you.